Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, geht es heute mal wieder um ein Unboxing-Video, diesmal vom Shop Ben's Jungle. Es ist nämlich so, dass im tropischen Gemeinschaftsbecken viele Pflanzen kaputt gegangen sind, das habe ich auch schon erzählt, und ich musste sie dann anschließend herausnehmen. Aber um das Terrarium werden wir uns in einem anderen Video widmen. Heute ist dann das Unboxing dran. Dann fangen wir auch gleich mal an, das Paket hier zu öffnen. Vorab, ich kann schon mal sagen, dass auch ein paar Pflanzen drin sind, die jetzt nicht unbedingt so bekannt sind bzw. so oft gekauft werden. Aber ihr werdet sehen. Ihr seht, das Paket ist auch etwas größer, in Anführungszeichen, weil Pflanzen brauchen ja auch etwas mehr Platz und können ja nicht einfach in das Paket reingepresst werden, weil sonst könnte viel kaputt gehen. Also beispielsweise nicht so wie bei irgendwelchen Dosen, die man aufeinander stapeln könnte oder wie auch immer. Ja, hier habe ich das Paket fast schon auf. Und wir sehen, es ist recht viel Polstermaterial vorhanden. Das ist besonders gut, damit das Paket, was im Paket drin ist, nicht so sehr herumwackeln kann. Ja, und das erste, was ich mir sozusagen bestellt habe, was wir hier sehen können, ist einmal Terrarienerde. Zwei kleinere Tüten habe ich mir davon bestellt. Die habe ich mir bestellt, weil die Terrarienerde im tropischen Terrarium doch recht durchfeuchtet war nach ein paar Monaten, da die Drainageschicht nicht so fungierte, wie es sollte. Denn die Folie auf der Drainageschicht ist dann doch nicht mehr so wasserdurchlässig wie erwartet. Deswegen hat sich viel Wasser in der Erde gesammelt und nicht in der Drainageschicht. Des Weiteren habe ich mir nochmal zwei Säckchen Moos zum Aufbinden gekauft oder auch zum Dekorieren. Das ist immer gut zu gebrauchen, beispielsweise für Orchideen oder Bromelien, um diese aufzubinden. Und nun kommen wir zum Herzstück des Paketes an sich. Hier drin sollten sich dann, wenn ich mich nicht täusche, dann auch die Pflanzen befinden. Auch dieses Paket hier öffnen wir sogleich. Das geht ja jetzt bei diesem kleinen Paket auch wesentlich schneller, weil hier weniger Klebestreifen vorhanden sind. Ja, auch hier sehen wir einmal erstmal Polstermaterial sozusagen. Hier drin sind dann die Pflanzen eingewickelt. Damit sind sie nochmal zusätzlich während der Lieferung geschützt. Und hier haben wir auch schon direkt einmal die erste Pflanze. Hierbei handelt es sich um einen kleinen Farn. Dies sollte eine Selaginella krausiana sein. Also eine Pflanze, die man jetzt nicht ganz so häufig sieht. Ich mag so kleine Farne sehr gerne. Man kann sie sehr gut an Bachläufe oder Wasserfälle im Terrarium pflanzen. Hier habe ich noch ein paar Bilder, wo man die Pflanze besser sehen kann. Dann machen wir gleich mal weiter. Und als nächstes haben wir hier eine kleine wunderbare Wassernabel, eine Hydrocotyle Spezies. Die ist dann eher für die feuchten Bereiche im Terrarium geeignet. Bei der folgenden Pflanze war ich etwas überrascht. Es handelt sich hier um einen weiteren Farn. Diesen hatte ich aber nicht bestellt. Wahrscheinlich liegt da eine Verwechslung vor, denn eine weitere Pflanze, die ich mir bestellt hatte, war dann leider nicht dabei. Das fand ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Die Pflanze, die ich mir bestellt hatte, aber nicht im Paket war, war dann auch eine Selaginella Spezies aus Panama. Hier sehen wir ein Bild der Pflanze, die stattdessen geliefert wurde. Wie gesagt, ich fand dies aber jetzt auch nicht so schlimm. Kommen wir nun zu einer weiteren, recht besonderen Pflanze meiner Meinung nach. Und zwar haben wir hier eine Cheropegia woody, eine String of Hearts. Im Deutschen wird sie auch Leuchterblume genannt. Von denen sollten sich zwei Exemplare im Paket befinden. Wie man sieht, handelt es sich hierbei um eine Rankpflanze. Nun folgt eine Biophytum sensitivum. Die sollen sich recht schnell vermehren. Bei mir fallen fast jeden Tag neue Samen aus den Samenkapseln heraus. Und nach ein paar Tagen am Fensterbrett konnte man sogar schon Blüten erkennen. Auf diesem Bild sieht man sogar einer dieser Samenkapseln. Als nächstes sollte dann etwas Besonderes kommen. Also nur wenn es natürlich nicht das ist, was vergessen wurde, ins Paket zu tun. Denn diese Pflanze hier
Sieht recht ähnlich aus wie die, die vergessen wurde. Nun gut, wenn es jetzt wirklich die Pflanze ist, von der ich ausgehe, dass sie es ist, dann handelt es sich hierbei um eine Selaginella uncinata. Ja, ich weiß, das Licht hier ist gerade nicht das Beste zum Filmen, aber bei diesen kleinen Farnen sollen bei den richtigen Lichtbedingungen kleine Blautöne entstehen. Bei mir merkt man jetzt nicht unbedingt so viel davon, aber etwas kann man erahnen. Und zu guter Letzt haben wir noch einmal eine Chiropegia woody, also eine Leuchterblume. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich davon zwei bestellt habe. Einfach weil ich finde, im Terrarium fehlt ein wenig etwas an Rankpflanzen. Und diese hier haben eine recht schöne Färbung und Form. Damit wäre das Paket bis auf ein wenig Füllmaterial auch schon leer. Und nun ja, ich schmeiße es weg. Hier zeige ich nochmal, was alles im Paket drinnen war. Zweimal Moos zum Aufbinden, zwei 5 Liter Tüten, Regenwalderde sowie die gezeigten Pflanzen. Das war's soweit mit dem Unboxing und ich zeige euch noch ein paar Aufnahmen aus dem jetzigen Stand des Terrariums. Ich habe hier gesagt, die meisten Pflanzen sind rausgekommen und ich habe hier einen großen Teil an Erde vor diesen Steinplateaus entfernt. Hier sehen wir einen Nachher-Vorher-Vergleich. Das war's vom Video. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und dann sage ich einfach noch, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.